König Charles III und seine Frau Camilla, sieht ihr TV-Programm aus. Bei vielen Menschen endet der Tag mit einem gemütlichen Abend vor dem Fernseher. Das sieht auch bei den Royals nicht unbedingt anders aus. Schon oft haben König Charles III, 74, und seine Gemahlin Camilla, 75, öffentlich über ihre Lieblingsprogramme gesprochen, in die sie hin und wieder auch als Gäste eingeladen werden. So glänzte Camilla erst am vergangenen Sonntag in einer Antiquitätenshow bei BBC, die sie seit Ewigkeiten mit Begeisterung verfolge. Aber auch Beck und Tanzshows flimmern bei dem Paar offenbar oft über die TV-Bildschirme. Shows A Gravis Labaris für Rares, in denen etwa Antiquitäten von Experten unter die Lupe genommen und vorgestellt werden, scheinen es Charles und Camilla besonders angetan zu haben. Mit einer edlen Schnupftabakdose im Gepäck stattete Camilla der BBC-Sendung Antiques Roadshow am vergangenen Wochenende einen Besuch ab und wurde von den Moderatoren sowie vom Publikum gefeiert. Da sie das Format selbst ewig und ewig am Sonntagabend gesehen habe, sei es ihr ein Vergnügen gewesen, selbst einmal Teil der Show zu sein, erklärte sie bei ihrem Auftritt. Auch Charles ist Liebhaber von traditionellem Kunsthandwerk. Ende 2022 strahlte BBC eine besondere Episode der Sendung Serie Bayer Shop aus, in der alte Gegenstände repariert werden. Der heutige König, der damals noch den Titel Prinz von Wales trug, brachte eine Uhr aus dem 18. Jahrhundert und ein Keramikstück aus der Zeit des diamantenen Jubiläums von Königin Victoria, 1819 bis 1901, mit, um sie in der Sendung wieder auf Vordermann bringen zu lassen. Für Abwechslung im royalen TV-Programm sorgt die Tanzshow Strictly Come Dancing, das britische Pendant zu Let's Dance. Sowohl Charles als auch Camilla sind große Fans des Formats, so groß, dass erst im vergangenen Jahr gemunkelt wurde, dass eine Live-Episode im Buckingham Palace gedreht wird. Laut The Sun soll es damals Gespräche zwischen BBC und den Royals gegeben haben. Berichten zufolge wollten Charles und Camilla die Ausgabe sogar selbst moderieren und auch einen Tanz aufs Parkett bringen. Die inzwischen verstorbene Queen Elizabeth II, 1926 bis 2022, soll angeblich ihren Segen für das Projekt gegeben haben. Realisiert wurden diese Pläne bislang allerdings noch nicht. Auch Backsendungen scheinen bei den Royals hoch im Kurs zu stehen. Das enthüllten Charles und Camilla im Jahr 2018 bei einem Empfang im St. James Palast, bei dem auch Selassie Gbarmita zu Gast war, der als Kandidat und Halbfinalist der Show Secret British Bake Off bekannt geworden ist. Auf Twitter verriet er laut Hello Magazin im Anschluss, dass Charles und Camilla ihm verraten hätten, große Fans des Formats zu sein. Secret British Bake Off ist das britische Gegenstück zur deutschen Sat.1-Show Das große Backen. Übrigens, Charles Sohn Prinz William, 40, und dessen Frau Prinzessin Kate, 41, sollen unterdessen regelrechte Serienjunkies sein. Beide seien große Fans von Homeland und Game of Thrones, wie William 2017 im Gespräch mit dem BBC-Sender Radio 1 verraten hat.